So, kurz bevor es losgeht, möchte ich ganz kurz sagen, dass das ganze Video hier bereits 2022 aufgenommen wurde. Also das Ganze ist schon etwas in die Jahre gekommen. Ich fand das jetzt so schade wegzuwerfen, weil da waren meine Blind Reactions auf das Spiel drauf. Ja, also habe ich gedacht, ich hole einfach mal die paar Folgen, ich glaube 3 Stück dürfen es sein, und überarbeite die ein klein wenig. Also lasst auch gerne ein Like und ein Abo da und viel Spaß mit dem Video. Hallo und damit willkommen zurück zu Outlast 2. So, ich habe gute Neuigkeiten. Ich habe die Folge ja beim letzten Mal hier beendet, allerdings ist der Speicherpunkt halt vor diesem. Jedoch habe ich halt gedacht, so komm, lass mal zurückgehen und nur mal gucken, ob ich was finde. Und tatsächlich, ich habe es gefunden. Das lag direkt an dieser Treppe da, wo es halt nach oben ging. Meine Liebe, bitte versuche stark zu sein. Papa sagt uns jedem Gottesdienst, dass der Herr uns in unseren Träumen unsere Sünden zeigt. Und wir müssen uns diesen stellen. Sollten wir Gott gerecht werden wollen, wenn die Visionen schlimmer werden und die Träume vor uns unseren wachen Augen erscheinen, so müssen Widrigkeiten bevorstehen, harte Zeiten, doch das Paradies ist auf der anderen Seite. Gott liebt uns und gibt uns nie mehr, als wir tragen können, auf ewig dein Philipp. Er ist doch dasselbe. Das war Lynn, oder? Lynn! Da ist sie. Ah! Oh God, Blake! Are you okay? No. What the fuck? I don't know. Oh shit. We have to run. Right there. Lynn, where are we going? Away from here. Anywhere but here. Ah! Oh God! Oh, what is it? My stomach. It hurts. Something's wrong. Christ, Lynn! What's happening here? I thought you were dead. When you fell, I thought we were all dead. Okay. Stay back! We'll be jammed off. I swear to fucking Christ, the first person who touches me loses their eyes! God doesn't love you, not like I do. You are none. Mach zu, Alter, Bruder, auf jeden Fall. What
What the fucking hell? Help? What the hell? I'm sorry I have to do this. You should have loved me. You should have helped me. Jesus, forgive me. I don't know what to do. I'm so, so sorry, Jessica. I remember this. There's no picture. Just noise, but I saw it. I know I saw it. Jessica. And Lynn. When we were... in the fourth grade. And here I thought this couldn't get any worse. Verdammt, ich bin wieder in der vierten Klasse. Es könnte nicht schlimmer sein. Lol. What the fuck? Ah, da. Find you out here. Come on. Who are you? My name's Ethan. But I mean, are you one of them? And which side are you on? I mean, why ain't I trying to kill you? I've been unborn. Seen too much to keep the faith. But you're not one of those other ones. The heretics. Didn't say squat when my wife got scalded. Had to get cast out. Didn't complain with Nah. Pressed himself with my Anna Lee. And she not but 15. I'm sorry. But when he said my grandson, baby he put in her, was my the Antichrist, and I had to slit her belly and kill the child. You are. I gave her a chance to run. Spun them idiots some stories. I've been gifted with talk my whole life. You probably noticed. Jane Doe. Sorry? Your daughter. She was 8 months pregnant, blonde hair, cut like a boy's. Yeah. What do you know? You seen her? It's why we came here. Is she all right? Please, Mister, just tell me she's okay. She's fine. Oh, thank God. Oh, thank God. And God bless you. Hey there. You really busted your head open, didn't you? I'll be okay. You can hide till you're fixed up. It's all right. You just relax here, I'll keep you safe. You rest up and heal. Ethan's gonna treat you right. Yeah, sympathisch. I ain't hiding nothing. Righteousness cannot pass in blood by loins. In Papa's gospel. I copied him 100 times. If I knew where the outsider was... The prophet don't need your help in finding the devil's whore and interrupt me. Noth questions even now other heretics at chapel. God'll guide. I ain't a heretic! You sinned when you denied the prophet, your daughter. You've sinned since to deny. Please just let me talk to now. No, the outsider is. His seed begat the enemy. God and the prophet both want. Just let me talk to now. I can explain. God don't hear dead men. Be. Take your penance. God loves you. God loves you. Adamite.
up to her. Not even though she... Thank you. That woman, or whatever she is, beat him to death. Something about finding Lynn. Something about a chapel. Ey, wir sind echt gut dabei. Guck, das ist anleitend, Paul. Du musst Papa sagen, dass Anna Lee krank war. Und das ist die Wahrheit. Sie ging zu ihrer Mutter, um mit den anderen Bäuligen zu leben. Sie war zu schwer betroffen, um ihre Wunde zu schmerzhaft für eine Untersuchung. Und ich schickte sie fort, weil ich nichts für sie tun konnte. Du musst wissen, dass ich dies nicht getan hätte, hätte ich eine Wahl gehabt. Ich liebe dieses Mädchen mehr als mein Leben und jedes andere. Ich weiß nicht, warum Papa Noff glauben würde, dass ich lüge, aber du musst ihn von der Wahrheit überzeugen. Gott liebt dich, dein Vetter Ethan. Flayed them, nailed them to wood. She was just a kid. Lesen. Those who rebelled against our God shall fall. Their infants dashed to pieces all. What the fuck, das sehe ich ja jetzt erst. Okay, Leute, ich beende hier die Folge. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es hier weitergeht. Help.